Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Musical Chat. Mein erstes Mal, falls man mich nicht gut hört oder sieht, bitte ich um Vergebung. Jetzt sehe ich zumindest ein Bild von mir auch hier auf meinem Bildschirm. Sieht komisch aus, weil ich hier noch den Mund geschlossen habe und das sieht merkwürdig aus. Vielleicht fange ich ja auch gleich vom Bild her an zu reden. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt kommt die Begrüßung. Ja, ich freue mich auf eure Fragen. Ich bin sehr gespannt, was ihr so alles über mich wissen wollt oder vielleicht auch nicht wissen wollt und ich trotzdem erzähle. Und dann fange ich doch gleich mal mit der ersten Frage an. Ich hoffe, ihr sitzt zahlreich jetzt vor eurem Bildschirm und schaut mal, was hier kommt. Also, los geht's. Was hat dich an der Rolle in Sister Act gereizt? Ja, was hat mich daran gereizt? Also, ich kam ja direkt von Hairspray in Köln und habe da eine Frau gespielt. Insofern war mir wichtig, da mal wieder so ein Gegenprogramm zu starten. Also, mal wieder eine männliche Rolle zu spielen und einen Gangster zu spielen, ist natürlich dann wunderbar. Nachdem ich so eine liebreizende Frau gespielt habe in Köln, war natürlich der Gangster eine willkommene Abwechslung. Also, das war natürlich gut. Und auch nicht zu vergessen, endlich mal wieder in Hamburg zu spielen. Das hatte ich ja sträflich vernachlässigt einige Jahre. Habe ja fast nur in Köln gearbeitet. Insofern kam Sister Act wie gerufen und dann mit so einer schönen Rolle und einem tollen Ensemble. Klasse. Wie hab ich mich auf die Rolle als Bösewicht vorbereitet? Ich habe mich ziemlich viel auf dem Kiez aufgehalten. Also es gibt da ja so einige Figuren, die man als Vorbild hat. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber ja, es gibt da eine Person, an der ich mich schon ziemlich stark orientiere hier auf dem Kiez. Also ein paar Leute, die mich so ein bisschen kennen, ein paar Leute, die ihn auch so ein bisschen kennen, die werden ihn vielleicht auch wiedererkennen, wenn ich auf der Bühne bin. Ihm selbst habe ich nicht gesagt, dass ich ihn da zum Vorbild habe. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Konsequenzen für mich auf dem Kiez hätte, mal, wenn mein Auto dann mal demoliert ist oder so. Ich lasse es lieber. Insofern, aber vielleicht wäre er ja auch geschmeichelt. Keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich es ihm, wenn die Produktion vorbei ist. Wie ist es für dich, nach der Edna in Hairspray jetzt eine verhältnismäßig kleine Rolle ganz anderen Charakters zu spielen? Ja, also alter Schauspielerspruch, es gibt keine kleinen Rollen, es gibt nur kleine Schauspieler. Und ich finde die Rolle des, wie heiße ich noch, Bones, gar nicht so klein, weil das ja eigentlich eine sehr dankbare Rolle ist. Also wir haben eine schöne Nummer im zweiten Akt, die wir da zu dritt machen, Hey Schwester. Insofern ist das für mich jetzt kein Thema. Also ich finde die Rolle sehr dankbar und fühle mich da auch sehr wohl zwischen den beiden Jungs. Insofern passt das wunderbar. Und dass die Rolle einen völlig anderen Charakter hat. Ich meine, es wäre ja langweilig, wenn man immer dasselbe spielen würde. Also meine Frau zu spielen, die etwas sensibler ist. Aber der Bones ist ja auch durchaus sensibel. Also es ist ja jetzt nicht nur so ein Haut-drauf-Typ, sondern ja durchaus auch ein Mensch mit sensiblen Zügen. Also vielleicht sollte ich die noch mal ein bisschen mehr nach außen kehren, damit das deutlicher wird. Meine Pläne für 2012, ja, wenn ich das wüsste. Also ich spreche ja noch ganz viel nebenbei, mache Synchron und Dokus und solche Geschichten und bin damit eigentlich schon jetzt ganz gut ausgelastet. Ansonsten bis Ende August bin ich ja erstmal hier in Hamburg bei Sister Act beschäftigt und dann wird sich zeigen, was die Zukunft bringt. Es gibt zwei, drei Anfragen, die auch sehr interessant sind und man darf gespannt sein. Also ich denke, man kann ruhig mal die Augen und Ohren offen halten, auch hier im Chat, beziehungsweise hier auf der Seite und vielleicht ergibt sich ja das ein oder andere. Einfach mal dranbleiben. Ich spiele nicht in Berlin bei Zorro mit. Ich wusste gar nicht, dass es da läuft. Ich wüsste auch nicht, was ich da spielen könnte. Ich kenne das jetzt nicht so gut. Aber ich weiß nicht, wenn da vielleicht ein Pferd für mich rausspringen könnte. Warum nicht? Aber für mich ist jetzt eigentlich erstmal angesagt, in Hamburg zu bleiben. Ich bin ja in Erwartung eines Kindes. Wir werden ja bald Eltern. Insofern setze ich natürlich erstmal alles daran, in Hamburg zu bleiben und dann, ja, sagen wir mal so, fallweise nur für irgendwelche Engagements oder Jobs die Stadt zu verlassen. Wie bin ich zum Musical gekommen? Eigentlich war Musical meine allererste berufliche Erfahrung in diesem Genre oder überhaupt in diesem Job.
Ich habe damals im Imperialtheater bei Grease angefangen. Ich war eigentlich mitten in der Banklehre und habe gar nicht daran gedacht, irgendwie mal ein Musical zu machen. Ich habe halt privat Gesangsstunden genommen und Schauspielunterricht, aber habe nie gedacht, das mal als Beruf zu machen. Und dann hatte ich irgendwann Urlaub und da man sich als Azubi ja eh nicht so Urlaub leisten kann, jetzt wegzufahren, habe ich mir gedacht, gehe ich mal zu so einem Vorsingen. Ich wollte mal immer wissen, wie sowas ist. Und dann ging es über 3 Runden. Und plötzlich hatte ich ein Jobangebot und habe ich dann mit der Bank gesprochen. Auch nicht gedacht, dass das überhaupt möglich sein könnte. Und hat die Bank gesagt, ja, machen Sie das doch, ist doch eine tolle Sache. Ja, dann habe ich tagsüber meine Ausbildung gemacht zum Bankkaufmann und abends Grease gespielt, hier im Imperial in Hamburg. Und danach habe ich mir dann ein Jahr Zeit gegeben, habe gedacht, okay, wenn es gut läuft, dann bleibe ich dabei. Ja, das war ein sehr gutes Jahr und seitdem bin ich im Beruf. Das war 1995. Also das schöne Musical zu spielen, besteht natürlich darin, dass man unterschiedliche Sparten zusammenbringen kann. Okay, sagen wir mal so, auf den Tanz könnte ich verzichten, aber bisher habe ich noch jede Choreo hinbekommen. Aber es macht Spaß, eben zu spielen und die Musik zu haben, eben zu singen. Das sind zwei Sachen, die ich gleichermaßen gern tue. Und das Schöne ist beim Musical, man hat immer eine unmittelbare Reaktion vom Publikum. Also wenn ich zum Beispiel vor der Kamera stehe, dann ist es schön. Man kann natürlich detailreicher spielen vor der Kamera, aber man hat keine Ahnung, was hat das für Auswirkungen aufs Publikum, das, was ich da tue. Und man bekommt dann erst einen Monat später eine Reaktion auf das, was man da eigentlich gemacht hat. Insofern ist es beim Musical schon schön, wenn man auch wirklich eine direkte Reaktion auf das bekommt, was man da auf der Bühne tut. Meine größte Panne auf der Bühne. Oh Gott, was war das denn? Ich habe mal als Dresser gearbeitet. Das war, wann war denn das? Anfang der 90er, 92, im Phantom der Oper. Und da gab es eine Situation, da habe ich einen Kleiderbügel vergessen, der dann am Mausoleum hing, wo dann Christine auf dem Friedhof singt und um ihren toten Vater trauert. Und da strahlte in großer weißer Pracht dieser Kleiderbügel. Ansonsten auf der Bühne, naja, man versingt sich mal oder der Bühnenpartner ist nicht da. Passiert ja immer wieder mal, aber jetzt konkret fällt mir da eigentlich nichts ein. Also irgendwie hat man es immer noch gerettet, dass das Publikum das nicht gemerkt hat. Ansonsten, ne, wüsste ich jetzt nicht. Wenn eine Panne passiert, wie fühlt man sich da? Ja, liebe Grüße zurück nach Regensburg. Ja, wenn eine Panne passiert, dann merkt man erstmal, dass der Kreislauf wieder funktioniert, beziehungsweise der Adrenalinspiegel wieder steigt und man denkt so, oh mein Gott, wie kommt man hier jetzt wieder raus? Und dann versucht man irgendwie die Situation zu retten, dass das Publikum nichts merkt. Und das funktioniert natürlich nicht immer und dann möchte man natürlich im Erdboden versinken, aber ansonsten versucht man cool zu bleiben, was natürlich nie gelingt, aber tja, es ist kein schönes Gefühl, sagen wir mal so. Denn wir alle möchten ja letztlich einen schönen Abend fürs Publikum haben und auch für uns. Und man möchte, dass das Publikum das bekommt, wofür es bezahlt hat. Insofern hat man eigentlich den Anspruch, dass solche Pannen nicht passieren. Obwohl manchmal ist es auch lustig. Also jetzt in der laufenden Produktion proben wir eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich bereite mich natürlich für jede Show vor, singe mich ein und muss jetzt aber für den Bones jetzt nicht ein Riesen-Warm-up machen. Das ist völlig in Ordnung. Und die Proben sind überschaubar. Wenn jetzt neue Kollegen kommen, die für andere Kollegen, die uns verlassen haben, übernehmen, dann proben wir auch für die. Aber meistens sind das Einzelproben, die dann am Schluss der Probenzeit zusammengefügt werden. Dann gibt es dann Put-in, wo dann alle Leute mit dabei sind und das ist überschaubar, das geht. Also zum Castwechsel ist immer viel zu proben, aber ansonsten im laufenden Spielbetrieb geht es eigentlich. Am Musical gefällt mir eigentlich besser, dass man, ja, wie der Name schon sagt, eben viel Musik hat. Also bei der Comedy ist es eben so, dass es doch einfach sehr wortreich ist und auch sehr auf Körperlichkeit in meinem Fall jetzt geht. Und beim Musical kann man mehr, ja, einfach mehr singen. Und da ich halt gerne singe, ist das einfach eine echt schöne Sache. Das gefällt mir besser.
Manchmal ist es schon anstrengend, jeden Tag auf der Bühne zu stehen, da man halt immer die gleiche Leistung abrufen muss, egal wie man drauf ist. Heute zum Beispiel habe ich erfahren, dass mein Auto völlig kaputt ist und eine teure Reparatur ansteht. Bin ich natürlich erstmal so ein bisschen geknickt, aber hey, egal. Und ich habe den Anspruch an mich, trotzdem die gleiche Leistung auf der Bühne zu bringen. Und das Publikum hat auch den Anspruch und hat es auch verdient. Insofern, mein Job und mein Anspruch und auch mein Wunsch ist es ja, gute Laune zu verbreiten. Das tue ich und das tue ich wahnsinnig gern. Und ich bin da auch ehrlich gesagt demütig und freue mich eigentlich jeden Tag, dass ich von dem Beruf, den ich ausübe, leben kann. Und damit zu den 2% Schauspielern in Deutschland gehören, die dieses Privileg haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, klingt total kitschig, aber ich bin echt jeden Tag dankbar dafür. Also, ja, ganz salomonisch, jeder Kollege hat natürlich seine Vorzüge. Klar, wie in jedem Bereich, wo Menschen zusammenkommen, gibt es Leute, die man lieber mag und die man weniger gern mag. Aber wir sind ja alle Profis und wir wollen alle eine gute Zeit haben. Aber hier im Haus kann ich jetzt sagen, habe ich mich sehr gut angefreundet mit Kusch, mit meinem Boss. Und ja, also es macht viel Spaß. Wir blödeln hinter der Bühne wahnsinnig viel rum, verbringen eigentlich die meiste Zeit, wenn wir nicht auf der Bühne sind, auch miteinander hinter der Bühne. Du hast mich 20 Mal in der Rolle gesehen. Dann sage ich schon mal im Namen des Hauses herzlichen Dank für die vielen Eintrittskarten. Lampenfieber, so wahnsinnig viel Lampenfieber habe ich eigentlich nicht mehr. Ich würde es auch nicht Lampenfieber nennen, sondern es ist so eine Art ganz natürliches Red Bull. Es bringt die Energie auf ein Level, was wir gut gebrauchen können für die Show und um gut drauf zu sein. Insofern, ja, es ist ein angenehmes Kribbeln. Ich singe privat nicht in der Badewanne, was den einfachen Grund hat, dass ich in die Badewanne passe. Wenn ich versuche, in die Badewanne zu kommen, hat es nichts mit Entspannung zu tun. Und ich glaube, die Badewanne ist auch nicht sehr entspannt, wenn ich da mal reinsteigen würde. Insofern, nein, ich dusche nur, aber da singe ich auch, ja, absolut. Ja, mein Leben hat sich natürlich schon verändert, ganz klar. Obwohl sich das jetzt schon wieder so ein bisschen beruhigt hat, die Leute in Hamburg haben sich zumindest gut daran gewöhnt, mich jeden Tag hier rumlaufen zu sehen. Man hat weniger Privatsphäre, muss man ehrlich sagen, aber das gehört zum Job dazu, das ist ganz normal. Ich freue mich, wenn die Leute mich auf der Straße erkennen und sagen, hey Alter, ich habe dich gesehen im peinlichen Verlobten oder Deichtv oder Sister Act und das freut mich natürlich. Es ist ja auch eine Anerkennung, es ist ja eine Art Applaus, den man auf der Straße noch bekommt. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch so Situationen. Ich erinnere mich ganz am Anfang, als ich damals mit meiner Freundin beim Italiener war, mit meiner jetzigen Frau, und wir einen romantischen Abend dann da haben wollten. Und da kam dann eine Junggesellengruppe rein, irgendwie fünf stinkbesoffene Typen. Hey, gib mir ein Autogramm. Das war schon etwas befremdlich. Und die anderen Restaurantbesucher haben uns auch etwas irritiert angesehen. Insofern musste ich mich erstmal entschuldigen und eine Lokalrunde schmeißen. Aber naja, gut. Ja, ich habe schon Wickeln geübt, aber wir machen noch einen Kurs, wo wir das dann alles lernen und ich bin sehr gespannt, wie das Ganze wird. Aber ich freue mich wahnsinnig. Also vom Wickeln selbst habe ich auch überhaupt keine Angst. Ich bin einfach wahnsinnig stolz, dass wir so ein Geschenk bekommen und freue mich sehr. Wir sind sehr aufgeregt. Das ist ja auch nicht mehr so lang und ich hoffe, ich mache nichts kaputt. Aber man gewöhnt sich dran. Also ich habe mir sagen lassen, nach 1, 2 Wochen hat man da schon die Routine. Ja, das ist wahr. Wir haben damals ja den peinlichen Verlobten ausgestrahlt und der Internetkollege von Sat1 war so nett, meine E-Mail-Adresse bzw. meine Homepage-Adresse bei der Sat1-Seite über den peinlichen Verlobten mit raufzustellen. Und meine Frau hat mir eine E-Mail geschrieben und ich habe damals sehr, sehr viele Mails bekommen, 1400 Stück. Und alle haben gefragt, hey, hast du nicht Lust, mit mir essen zu gehen? Und meine Frau hat das ein bisschen anders angestellt, aber wie, das verrate ich nicht. Und ich habe sie dann gefragt, ob wir nicht essen gehen wollen. Und hat sofort am ersten Abend gefunkt. Und ja, seitdem sind wir zusammen glücklich verheiratet. Und das ging alles wahnsinnig schnell. Insofern, die Legende stimmt.
An meiner Arbeit fasziniert mich am meisten, dass ich so viel Abwechslung habe. Also ich habe bisher jetzt keinen Beruf kennengelernt, wo man so viel unterschiedliche Dinge machen darf. Also es ist ja auch nicht nur so, dass ich jetzt spreche und singe und auch tanze oder spiele, sondern man kommt ja auch in unterschiedliche Situationen, dass man Sachen ausprobieren darf, die man sonst nicht machen darf. Wir haben zum Beispiel eine Serie gedreht über Essen, wo ich in 50 Metern Höhe auf einem Kran Pizza essen musste. Und das sind Sachen, die man, glaube ich, so in einem anderen Beruf nicht unbedingt erleben würde. Und das ist eben diese Abwechslung. Ich möchte auch nichts davon missen, von all dem, was ich tue. Eine Rolle hat immer sehr, sehr viel Persönliches von einem selbst, ganz klar. Also ich würde mal sagen, 50% bei mir sind eigene Persönlichkeit und 50% sind irgendwelche dazu gedichteten Eigenschaften. Aber welche, das verrate ich nicht. Ich betrachte es eigentlich als Segen. Mein Körper bringt mich natürlich in eine gewisse Ecke, gar keine Frage. Und es erspart mir eine Menge Castings, weil ich nicht bei diesen Massencastings teilnehmen muss. Ach, lustiges Wort in diesem Zusammenhang. Aber wenn eine große, dicke Rolle zu besetzen ist oder ein Typ zu besetzen ist, dann kommt man schneller auf mich zu und da ist dann die Konkurrenz auch nicht so riesig. Gerade auch was Rollen angeht, wo gesungen werden muss. Und ich würde mal sagen, ich habe da durchaus ein Nischenprodukt. Tetje ist ein Name, das ist schon ein richtiger Name und seit ich denken kann, werde ich so genannt und es steht auch in meinem Pass und wurde auch nie anders genannt. Und das ist ein Name, der aus Hamburg kommt. Also es gibt aber auch eine friesische Version und auch eine holländische Version, wo es dann aber so eine Verniedlichung von Theodor ist, also so ein kleiner Theodor, Theodorchen. Ja, und die richtige Aussprache ist Tetje. Also oftmals werde ich gefragt, wie wird es dann richtig ausgesprochen? Tetje, Tetje, Tetje. Aber die einzig richtige Aussprache ist Tetje. Meine Zukunftspläne. Erstmal werde ich ja Vater, wie wir eben schon gehört haben. Und es ist natürlich schwierig, jetzt wahnsinnig weit im Voraus zu planen. Also das bringt der Job natürlich mit sich. Ich hoffe, dass ich noch lange, lange in diesem Beruf arbeiten darf und würde mich freuen, wenn es einfach so weitergeht, wie es die letzten 10 Jahre gelaufen ist. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, ich bin dankbar für jeden Tag, den ich in diesem Beruf arbeiten darf. Ich freue mich natürlich über die Treue von Fans und wenn Leute, die ich schon bei Hairspray gesehen habe, hier dann wieder sind, dann freue ich mich natürlich auch, absolut. Ich muss dazu aber sagen, ich habe ein hundsmiserables Gesichtsgedächtnis. Ich oute mich jetzt mal als das perfekte Verbrechensopfer. Ich kann mir überhaupt keine Gesichter merken und bei Namen ist es genauso schlimm. Das heißt, ich bin wirklich froh, dass es so Sachen wie Facebook gibt, wo ich dann mal nachgucken kann, wer ist denn das jetzt eigentlich? Wobei ich mit Stolz behaupten kann, dass ich bei Facebook nur mit Leuten befreundet bin, die ich wirklich kenne oder die halt Kollegen sind. Und aber dafür ist es dann wirklich gut. Aber mein Gesichtsgedächtnis ist wirklich ganz, ganz schlimm. Ja, ich danke euch ganz, ganz herzlich für euer Rieseninteresse und hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben. Und falls irgendwelche Fragen unbeantwortet blieben aus irgendwelchen Gründen, schreibt mir einfach oder besucht meine Homepage, tetje.com und kommt fleißig in die Show. Wir spielen ja noch bis Ende August hier in Hamburg. Ja, was bleibt noch zu sagen? 0805, 4 mal die 4. Ist die Nummer, die habe ich ja mittlerweile auswendig, oder musicals.de, da kriegt ihr die Tickets. Und ansonsten freue ich mich, euch hier bald wiederzusehen. Und wer weiß, vielleicht sitzt ja jemand von euch in der ersten Reihe in der Mitte und wird angesungen. Was geht ab? Also, ich muss jetzt, ja, allmählich los, mir die Koteletten ins Gesicht kleben, mich ins Kostüm schmeißen und ich wünsche euch allen einen schönen Abend und wir sehen uns. Tschüss!